Herzlich willkommen bei Krone oder Kaschball nach einer unglaublich emotionalen Woche für Österreich. Heute bei mir zu Gast Peter Moizzi. Peter, schön, dass du heute da bist. Danke für die Einladung. Ja, wir lassen den Peter Fraunieder ganz lieb grüßen und sprechen somit auch schon gleich über ja, das wahrscheinlich absolut emotionalste Ereignis der letzten Woche oder vielleicht sogar der letzten Jahre fürs Nationalteam. Was sagst du zum Spiel Italien-Österreich? Ja, es war eine unglaubliche Schlacht, ein richtig packender Krimi, ein echter Thriller. Man muss echt sagen, die Italiener waren haushoher Favorit. Keiner hat geglaubt, dass die Österreicher so mithalten können. Und dann, wenn du die erste Halbzeit gesehen hast, die Italiener schießen auf die Stangen, waren eigentlich klar überlegen, mehr oder weniger. Aber wie Österreich in der zweiten Hälfte zurückkommen, ist es einfach wirklich geil gewesen. Es war echt lässig. Und ich finde es schade, dass man halt so einen Match dann doch nicht gewinnt. Ja? Weil es geht in die Verlängerung, dann kriegst du das 1, dann kriegst du das 2 für die Italiener. Dann schießt den Anschlusstreffer. Bis zum Schluss haben alle gehofft, dass da noch was passiert. Hat nicht gereicht, aber eine super positive Stimmung, sehr emotional. Eine echte Mannschaft, die intensiv aufgetreten ist, die Pressing gemacht hat, die an die Chance geglaubt hat, die aggressiv war. Geil. Absolut geil. Das ist das richtige Wort dafür. Darf man nicht sagen, aber was der, ich bin ja schon fast über 40, ich darf es nicht sagen, weil es ein jugendliches Wort ist. Nein, war echt heldenhaft, kann man fast sagen. Wenn man heldenhaft was bezeichnen kann, wenn man verliert. Aber ich habe es lässig gefunden. Ich glaube aber, dass das Wort trotzdem gerade für so ein Spiel definitiv am richtigen Platz und an der richtigen Stelle ist. Jetzt ist es so, dass Österreich, glaube ich, den Atem angehalten hat. Und auch nach dem Spiel haben ganz, ganz viele Fans gesagt, es war trotzdem erfolgreich. Was sagst du denn nach so einem Spiel, obwohl man nicht aufsteigt, ist das trotzdem ein Erfolg für Österreich? Ich bin ein bisschen kritisch, da ich sage immer, wenn man verliert, hat man verloren. Ja, ich habe das oft erlebt bei Tennisspielen, weil ich sehr viel im Tenniszirkus unterwegs bin. Du kannst natürlich positive Schlüsse aus so einem Match mitnehmen und du kannst dann einen Flow mitnehmen, weil es einfach das, du siehst, was alles möglich wäre oder möglich ist. Ja. Aber happy kannst du nie sein, wenn du verlierst. Ja. Aber die Stimmung war gut, die Mannschaft hat einfach wirklich gezeigt, dass sie Charakter, dass sie Mentalität hat, dass die bis zum Schluss alles gegeben haben. Das ist lässig, das taugt den Leuten, das erwarten sie den Leuten und damit kannst du wieder die Herzen der Fans erobern, was die Mannschaft definitiv gemacht hat. Ja. Positiv ist, wie gesagt, der ganze Gesamtauftritt war positiv. Man hat der Mannschaft vor der Euro wenig Chancen eingeräumt gehabt. Man hat gesagt, naja, lass einmal spielen gegen die Nordmazedonier. Dann haben sie das Match gewonnen, dann hast du in Holland eine schlechte Figur abgegeben. Ja. Dann hast du eine richtig gute Partie gegen die Ukraine gespielt. Dann hast du die schweren Italiener im Achtelfinale und hast diesen vierfachen Weltmeister wirklich gefordert, ins Wanken gebracht. Es hat nicht gereicht, aber umso mehr müssen wir hoffen, dass das weitergeht so gut. Mhm. Du hast vorher schon ein bisschen den Spielverlauf erwähnt. Ich bin kein Trainer, sage ich. Ich bin kein Trainer. Aber der Journalist ist nie ein Trainer, ja, darf das nur sagen. 1:0 für Italien, 2:0 für Italien, dann hat Österreich das 2:1 geschossen. Ja. Und eigentlich wäre ja aber viel früher schon ein 1:0 für Österreich gefallen, was dann als Abseitstor ja, vom Video Assistant Referee so gewertet wurde. Wir haben vorher schon kurz drüber geredet, du hast da einiges zu kritisieren und war. Ich finde es schade prinzipiell. Erstens habe ich mich total gefreut für Marko Arnautović, dass er das Goal geschossen hat. Und dann hast du diesen Videobeweis. Ja? Prinzipiell, ich meine, das ist natürlich wirklich eine Zentimeter-Angelegenheit gewesen. Ist es gut, dass diese Geschichten kontrolliert werden? Ja? Auf der anderen Seite, der Arnautović schießt oder Köpfel das Tor, es steht 1:0, der hat eine unglaubliche Emotion, die in seinem Körper sich abspielt. Mhm. Du schießt das 1:0 gegen Italien im Wembley-Stadion, du hast eigentlich ein schlechtes Jahr gehabt. Der hat das Pech gehabt mit dieser Sperre gegen Holland. Da kommt so viel aus dem Körper raus, der jubelt. 1 Minute später pfiff doch kein Tor. Das ist ja wie eine komplette Watschen ins Gesicht. Das Gleiche ist passiert mehrmals an Ungarn zum Beispiel gegen Portugal. Der schießt im vollen Budapesterstadion das 1:0, dreht durch, 1 Minute später aus. Das ist schon eine Emotionalität, die du da erlebst als Sportler. Das ist wie wenn du im Tennis den Matchball verwertest. Du hast den Grand Slam gewonnen, dann kommt aber erst 1 Minute später das Hockey und sagt, nein, es ist doch nicht, dann verlierst du die Partie. Also das ist schon sehr zart. Und das Traurige ist, das Gute ist, dass das jetzt wirklich alles natürlich korrigiert wird und alles wirklich 1:1 fair abläuft. Das Schlechte ist, viele Diskussionen passieren immer. Ja? Ich kann mich erinnern an die geilen Weltmeisterschaften 96, 94, 98, wo so entscheidende Geschichten waren wie die Hand Gottes von Maradona oder das Wembley-Tor 66. Ja. Das sind Mythen entstanden um solche Geschichten. Die gibt es halt alle nicht mehr. Also alles jetzt sehr steril ist und das fehlt mir ein bisschen. Und ich liebe sowieso den Fußball der 80er und 90er.
Und es wird halt alles nur noch kontrolliert und genau, ja, halt angeschaut. Und mir ist auch allgemein bei den Schiedsrichtern, dass der Abseitspfiff sehr spät kommt. Ja. Mhm. Die pfeifen das Abseits nicht, da macht die Aktion fertig, geht nur in einen Zweikampf, kann sich in einen Zweikampf theoretisch verletzen, kann ein Tor schießen und dann kommt erst später der Pfiff. Mhm. Also da haust du schon viel zusammen. Das ist wie wenn das in Zeitlupe wäre. Früher hast du gesagt zum Schiedsrichter, hast keine Augen im Kopf, pfeif schneller. Und heute wird bewusst später gepfiffen und bewusst später geurteilt. Und wie du gerade gesagt hast, es sind ja auch große Geschichten aus diesen Dingen entstanden. Die Hand Gottes von Maradona, glaube ich, ist sowieso unschlagbar Nummer 1, das Wembley-Tor. Ja. Viele Sachen. Und über die jeder noch spricht auch ewig lang. Elfer-Fouls, wo man drüber redet, wo diskutiert wird, nein, du hast recht, nein, ich habe recht. Ja. Das fällt jetzt alles weg. Und das macht ja eigentlich auch Fußball aus. Ja? Also das macht Fußball aus. Haben wir aber auch im Tennis erlebt, mit dem Hockey zum Beispiel, wo halt einfach so gestritten worden ist, das gibt es nicht mehr. Heute ist nichts, Hockey, einblenden, ein Ball ist out, aus, geben wir Peppel und servieren den zweiten Aufschlag. Ja? Mhm. Und dieses Tamtam fehlt ein bisschen. Mhm. Das Tamtam nach dem Tor war auch groß, weil ganz Österreich hat gejubelt, aber unter anderem auch wir in der Sportredaktion. Ja, eine Minute lang gejubelt. Ja, wir sind, glaube ich, fast die Tränen gekommen. Stopp, und dann 53 auf einmal, Sekunden waren's. Ich habe mir meinen Österreich-Schal vorgehalten. Ja. Ich konnte nicht zuschauen, wie ich gesehen habe, dass der Video Assistant Referee jetzt wirklich schauen geht. Aber wir sind gerade beim Thema Fans auch. Und das war ja im Wembley-Stadion auch ein sehr genau sein Thema Corona. Was sagst du denn dazu, wie das alles gehandhabt wurde? Österreich konnte ja fast gar nicht bei diesem Match dabei sein. Das Ganze ist schon sehr unglücklich gewesen für die österreichischen Fans. Weil man muss eines sagen, die waren jetzt dabei bei der EM 2016. Zwar auch sowieso bei der Heim-EM, dann bei der WM 1998. Das war das bei den letzten Großereignissen, glaube ich. Und immer waren diese großen Spiele, ich erinnere mich an die Italien 1990, da sind 30.000 Leute nach Florenz mitgefahren beim Spiel gegen Tschechien und gegen die USA. Mhm. 30.000 waren in Rom gegen Italien, 98 waren 33.000 gegen die Italiener, 16 waren 30.000 gegen die Isländer. Der Fan geht mit der Mannschaft in der Qualifikation mit, der bejubelt die Qualifikation, die EM-Qualifikation war ja noch vor vollen Rängen im Stadion. Du freist dich auf dieses große Ereignis, du schaffst erstmals seit einer halben Ewigkeit den Einzug in ein K.O.-Rundenspiel, dann spielst du in einem der besten Stadien, der geilsten Stadien auf der Welt, im Wembley-Stadion, und du darfst nicht dabei sein. Richtig, richtig bitter. Der ÖFB hat noch versucht, das Spiel verlegen zu lassen. Über die UEFA ist natürlich nicht realisierbar. Und die treuen Fans des Nationalteams durften bei einer der besten Spiele der Geschichte nicht dabei sein. Und das ist schon wirklich schade, dass das passiert. Vor allem, es ist einfach kompliziert, auch nachvollziehbar. Du hast 6.000 Leute in Budapest, du hast 40.000 Leute gehabt in Dänemark. Du hast überall viel Publikum. Du hast auch gehabt 22.500 Leute im Wembley-Stadion. Du hast 60.000 Leute jetzt wieder im Wembley-Stadion bei den nächsten Spielen, aber es durfte keiner aus Österreich einreisen, versteht kein Mensch. Und ist vor allem für die Nationalmannschaft sicher auch ein bisschen weniger schön gewesen. Glaubst du, hättest du einen Unterschied machen können für unsere Nationalelf? Ich glaube, mit den Fans hätten wir 3, 4, 5 Leute gewonnen. Nein, es hat, glaube ich, keinen großen Unterschied gemacht, weil sich das eh alles verlauft in den ganzen Stadion. Aber allein für die moralische Unterstützung ist es einfach lässig. Und vor allem, da möchte ja dabei sein bei so einem Spiel. Und ich glaube, da möchten viele Fußballfans dabei sein. Und man kann nur hoffen, dass wir das bald wieder erleben. Ja, absolut. Ich glaube, viele Österreicher hätten sich gewünscht, dort mit dabei zu sein. Österreich ist dann in Innsbruck angekommen und unser Sportminister und Vizekanzler hat sie begrüßt hier. Auch Franco Foda wurde von ihm beglückwünscht. Was sagst du denn zur Leistung von unserem Nationalteam jetzt so in Retrospektive? Weil es hat ja ein bisschen Kritik gegeben gegenüber Alaba, gegenüber Franco Foda. Was sagst du zu dem, wie es jetzt verlaufen ist? Es verlaufen ist so, dass der Franco Foda sich jetzt in der Steiermark, glaube ich, eine gute Flasche steirischen Weißwein aufmachen kann oder einen Rotwein. Weil hat er sich verdient. Für ihn ist es wirklich super gerinnt, ja, weil man muss schon sagen, der Start in die WM-Qualifikation im Frühjahr war ein Desaster, mehr oder weniger. Die Vorbereitungsspiele waren auch nicht so das, glaube ich, von Mai. Und im Endeffekt, das dann da mit der Alaba-Position, da ist schon der Druck gestanden, ja. Du kannst natürlich den Trainer vor der Endrunde nicht auswechseln, also gehst mit dem natürlich in die EM ein. Und der hätte schon viel verlieren können und man muss wirklich gratulieren, er hat alles gewonnen. Er hat mit der Alaba-Position richtig entschieden, er hat gute Joker-Entscheidungen getroffen, er hat nach dem 0:2 in Holland die Mannschaft aufgerichtet und die Leistung im Achtelfinale war top, gegen die Ukraine auch. Also der Franco Foda sitzt wieder tief im Sattel, glaube ich. Und was ist deine Prognose für die WM-Qualifikation? Geht es da jetzt bergauf? Wir haben dreimal gespielt. Wir haben 0-0, glaube ich, gegen die Schotten gespielt. 0-4 daheim gegen Dänemark. Die Faroe Inseln haben wir gewonnen, also geschlagen.
Sie haben 7 Spiele noch Zeit, um dieses Ticket für die Endrunde zu lösen. Und ich sage, die WM ist nächstes Jahr in Katar im November, Dezember. Was hätte Schöneres geben für die Fußballfans, wenn sie in der Adventzeit geile WM-Krocher haben? Also ich hoffe, sie schaffen es. Und ich muss auch sagen, jetzt, du hast schon eine Mentalität gesehen in dieser Truppe, dass die wirklich bis zum Schluss an sich glauben. Und wenn du das auch, glaube ich, diese Leistung in der WM-Qualifikation zeigst, dann wirst du es schaffen. Ich glaube, das erste Spiel ist am 4. September gegen Moldawien. Drei Punkte bitte, dass das Ganze wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt und dann funktioniert das. Sehr gut, wir drücken auf jeden Fall die Daumen und schauen noch mal ganz kurz zur Europameisterschaft. Ja. Gestern ist der Titelverteidiger Portugal rausgefallen. Was sagst du denn zu dem Spiel und wie enttäuschend ist das für Ronaldo? Es ist auch enttäuschend für mich, weil ich ein großer Ronaldo-Fan bin. Und ich glaube auch für wirklich Millionen Fußballfans weltweit, wenn es mit Millionen ausgeht. Ja, es ist schade. Ronaldo ist ein Typ, der wirklich die Leute polarisiert ist. War heute auf Krone.at einer der erfolgreichsten Geschichten von Klicks her, weil alle sagen, der Ronaldo ist ausgeschieden. Positiv und negativ. Du brauchst solche Stars beim Großereignis. Und es ist schade, dass die Portugiesen weg sind. Es ist schade, dass der Ronaldo weg ist, weil er einfach einer ist, den wirklich jeder gern zuschaut. Oder egal wie auch immer, ob du ihn magst oder nicht, du schaust dann einfach zu, was macht dieser Ronaldo. Ja? Und er hat 5 EM-Tore geschossen. Schauen wir, ob er trotzdem Torschützenkönig wird. Und ich hoffe, die Zeit spricht schon langsam gegen ihn, aber er ist noch immer in einer Top-Verfassung, sonst wird er nicht so viele Tore schießen. Ich hoffe, wir sehen ihn auch nächstes Jahr bei der WM in Katar. Was ist es denn bei ihm? Was macht er anders? Warum ist er so konstant im Gegensatz zu einem anderen? Er ist ein unglaublicher Fußballer. Er muss unglaublich fokussiert sein, weil wenn du. Der ist mit als junger Bub bei Manchester schon groß in Erscheinung getreten. Der hat keine einzige schlechte Saison gehabt, wo der keine Tore geschossen hat. Der ist einfach zu 100% immer auf seinem Level. Hat er als einer der ersten Fußballspieler immer einen Physiotherapeuten gehabt, der ihn rund um die Uhr begleitet hat. Das war schon vor 10, 15 Jahren. Und der hat nie sein Niveau verloren. Auch, auch der Messi hat so Phasen gehabt, wo er mal ein bisschen durchgehangen ist. Und das ist beim Ronaldo, der ist immer auf einem Top-Level. Ein bisschen verwunderlich jedes Mal. Man fragt sich ja, wie das geht. Belgien hat gestern Portugal rausgekickt, sozusagen. Was sagst du denn zu den Belgiern? Die haben ja in der Gruppe schon unglaubliche Leistungen hingelegt. Sind die Titelfavorit vielleicht? Für mich ist Titelfavorit Nummer 1 Italien. Allein schon aus dem Grund, erstens, dass sie einen guten Fußball spielen und zweitens, dass wir sagen können, wir haben gegen einen Europameister verloren. Aber Belgien ist natürlich ein heißer Tipp, aber ich glaube eher auf die Italiener. Und die Belgier haben eine gute Mannschaft einfach, das hat man schon gesehen in den letzten Jahren. Da ist extrem viel entstanden, extrem gute Einzelspieler, auch ein super Kollektiv und eine Top-Truppe. Wir werden in 2 Wochen darüber sprechen, ob Italien dann am Ende Italien gewonnen wird hat. Weltmeister, sorry, Weltmeister waren sie schon viermal. Nein, sie werden Europameister, okay. Nur zeigt davon. Wir schauen zurück auf ein großes Ereignis in Österreich von der Europameisterschaft und zwar zum Grand Prix der Steiermark. Wo? Max Verstappen einen Heimsieg eingefahren ist. In meiner Heimat, da bin ich aufgewachsen. Na bitte, dann erzähl einmal, wie war das für dich zum Zuschauen? In der Jugend war es schön, ja, das war lustig. Nein, lässig, es tut sich wieder was dort in der Umgebung, es geht wieder aufwärts, die Formel 1 ist zurück, die Fans sind zurück. Verstappen ist natürlich eine lässige Geschichte, Red Bull brauchen wir nicht diskutieren. Und wirklich spannend jetzt für mich beim nächsten Grand Prix, wo ja wirklich angeblich 100.000 Leute da kommen dürfen. Da geht wieder die Post ab und die Formel 1 ist zurück und auch ein Traum für Spielberg, zweimal hintereinander 2 Grand Prix austragen zu dürfen. Das ist schon mittlerweile wirklich der Nabel der Motorsportwelt. Ja, Grand Prix in Spielberg nächste Woche. Glaubst du, dass wieder Verstappen den Sieg einfahren kann oder hoffst du es? Ich glaube, dass da der Hamilton ein bisschen zurückgeschlagen wird. Und wenn der Verstappen einen Doppelpack feiern, das ist auch ein Traum, allein schon für die holländischen Fans, die kommen. Er ist auch ein Typ, der ist jung, der ist dynamisch, der ist frech, der spricht die Jugend an. Ein Typenlässig. Traust du ihm zu, dass er dieses Jahr den Weltmeistertitel einfährt und die Serie von Hamilton bricht? Das ist eine 50-50 Chance für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also sehr gleichauf. Sehr gleichauf. Lustig wäre schon, dass er mal wieder ein neues Gesicht da vorne stehen wird. Ja. Aber ich glaube, der Hamilton wird wieder die Nasen fahren. Mal schauen. Und vielleicht wird Red Bull da ja dann auch so wie im Fußball so eine Bergauffahrt haben. 100.000 Zuschauer nächste Woche, hast du schon erwähnt, endlich wieder nach Corona. Jetzt geht's wieder los. Da wird wieder gefeiert in der Steiermark. Wird wieder gefeiert und es ist die größte Veranstaltung in Österreich seit Corona. Also ich glaube, ganz Österreich fiebert jetzt auf diese Dinge hin. Da haben wir jetzt lange genug drauf gewartet. Und jetzt schauen wir noch ganz kurz zu einem Mann, der auch beim Grand Prix der Steiermark dabei war. Dominic Thiem ist dort mit dabei gewesen. Ja, bei Dominic Thiem, da läuft es gerade nicht ganz so gut. Von zuerst Absage für Olympia, jetzt der Verletzung in Mallorca. Was ist denn los bei Dominic Thiem? Naja, das ist wirklich ein richtiges Seuchenjahr, muss man wirklich sagen. Das Ganze hat begonnen mit einem super Ende 2020, das er noch das Finale gespielt hat beim Masters.
Dann sind die Australien Open einmal einen Monat verschoben worden, die ganze Vorbereitungszeit hat sich verschoben. Er hat lang trainiert gehabt im Jänner, ist eigentlich happy nach Australien geflogen, hat dort gespielt eine gute Partie gegen Pyrgos, hat dann verloren. Dann hat er schon so ein Tal erreicht, was ihm wirklich nicht gut gegangen ist, wo er auch sehr viele Sachen hinterfragt hat. Und im Endeffekt verlierst du nachher 6-7 Wochen vom Training, wo du nicht zu 100% dabei bist. Das hat ihm sicher gefehlt nachher für die French Open auch im Endeffekt. Und eine Verletzung ist Pech, der hat nie eine schwere Verletzung gehabt. Jetzt wird er definitiv ein paar Wochen ausfallen. Handgelenk ist immer problematisch, hat sich in Barcelona vom Arzt von Rafael Nadal untersuchen lassen. Wird jetzt, was ich weiß, wöchentlich nach Spanien fliegen, um dort die Therapie zu machen bei dem Arzt von Nadal. Ja. Und kein Wimbledon, keine Turniere auf Sand, die waren geplant in Europa. Schwierig. Aber er kommt wieder zurück und ich glaube, es ist... Auch als Sportler muss das so eine Phase erleben und das prägt ja logisch. Also 27, glaube ich, 28. September, irgendwann, bei ihm ist es permanent nur bergauf gegangen und heuer ist einmal so eine Saison, wo es einmal ein bisschen bergab geht. Aber ich bin hundertprozentig überzeugt, dass er wieder kommt. Ja. Ist so ein Jahr für einen Weltstar wie Dominic Thiem drin? Darf man sich sowas erlauben? Kann es danach natürlich überhaupt wieder so bergab? Natürlich darf man sich das erlauben. Es haben so viele Tennis-Superstars solche Geschichten erlebt. Agassi, Muster. In den 80er, 90er Jahren. Auch ein Nadal ist immer wieder durch Verletzungen gestoppt worden. Der Nadal hat immer noch sein kräfteraubendes Spiel auf Sand. Er hat den Nadal immer ein bisschen zugesetzt. Er war meistens immer dann rund um die US Open bis zum Masters im November ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Djokovic hat so einen Nadal gehabt. Der Federer hat solche Geschichten erlebt. Der Dominik erlebt es zum ersten Mal. Überrascht mich nicht wirklich, dass so mal sowas passiert. Die Frage ist nur, wie lange brauchst du, dass du wieder den Anschluss findest, weil im Endeffekt da sind es dann schon ein paar Monate, die du das heuer streichen kannst und da musst du schon richtig Gas geben, dass du wieder vorne dabei bist. Die US Open finden im August statt, beziehungsweise starten am 30. August. Kann er die Titelverteidigung da antreten? Geht sich das aus? Ich habe einen Flug gebucht für die US Open. Okay, ja. Sehr gut. Also weil das auch zuversichtlich. Auch die US Open wären das erste Turnier in der Tenniswelt, was nach Corona wieder normal abläuft. Ja. Das heißt, die Spieler müssen nicht mehr in der Bubble leben, die Journalisten können dort normal arbeiten, man kann wieder essen gehen, man kann wieder Freunde treffen. Ja. Das wäre schon sehr lustig. Ja. Ich glaube, es wird sehr, sehr eng werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, ich werde den Flug wieder stornieren müssen. Und ich schätze, dass nach dem US Open wieder Tennis spielen wird. Vielleicht geht es aus. Er wird alles machen, dass es ausgeht. Aber ich glaube, es ist in so einem Fall der falsche Zugang, dann zurückzukommen, wenn du nicht zu 100% fit bist, weil da würde ich mich mit dem Handgelenk möchte ich mich nicht spielen. Ja, definitiv. Wir drücken Dominic Thiem in jedem Fall die Daumen. Ganz Österreich drückt ihm die Daumen. Und jetzt kommen wir zum für mich schönsten Teil dieser Sendung. Du verteilst jetzt die Krone und den Kasperl. Und wenn ich die Sendung mache, dann sage ich immer zuerst das Negative. Also zuerst den Kasperl verteilen, damit wir mit etwas Positivem abschließen. Naja, diese wunderschöne Kasperlmütze, die in 2 Jahren nicht einmal ausgetauscht worden ist, ist schwierig zum Vergeben, weil es waren ja nur lässige Geschichten, die wir in den letzten Wochen erlebt haben. Aber ich würde es trotzdem geben, ein bisschen an die UEFA, aus einem Grund oder aus 2 Gründen. Erstens einmal, diese Fansituation im Wembley-Stadion mit den österreichischen Anhängern war wirklich ein bisschen unglücklich. Mhm. Und die zweite Geschichte ist für mich, die mich ärgert, ist dieser Videobeweis, der zwar lässig ist, aber das dauert mir alles lang. Vor allem, wenn da normale Abseitsentscheidungen am Feld sind, muss da schneller pfiffen werden. Und das tut mir ein bisschen die Emotionen im Fußball verhunzen. Mhm. Und es verhunzt auch den Fans die Emotionen. Das heißt, für die Fans dieser Kasperl verteilt. Und die Krone, mein Lieber, an wen geht die? Die wunderschöne Krone, naja, die kann nur gehen in dem Fall für mich an das österreichische Nationalteam und stellvertretend an den Franco Foda, weil ich mich freue, dass nach dieser ganzen schweren Kritikzeit so eine Antwort gegeben hat und das ist positiv. Und jetzt, lieber Franco und liebes Nationalteam, bitte macht es mir einen Gefallen und schafft die Qualifikation für Katar 22, weil wir möchten wieder unter dem Weihnachtsbaum nachher jubeln. Wir setzen ihm die Krone auf das nächste Mal, wenn wir ihn sehen. Und du hast wunderschöne Abschlussworte gefunden. Vielen herzlichen Philosoph, Dank. Philosoph. Ja. Ein echter Philosoph. Schön, dass du heute mit dabei warst, Peter. Danke für die Einladung. Vielen Dank für deine Expertise. Und auch danke, dass Sie heute wieder mit dabei waren, meine Damen und Herren, bei Krone oder Kasperl. Nächsten Montag wieder hier auf Krone TV. Bis dahin, gesund bleiben und auf Wiedersehen. Boom, 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 boom.